Meine Festplatte, die ist auch fast voll. Ich habe noch 100 Gigabyte frei. Ja, das Problem habe ich noch nicht so schnell, vor allem weil ich vorhin noch hochgeladen habe. Wie viel hast du denn hochgeladen? Ja, die 7 Parts, ich bin ja jetzt beim 10. Das dürfte jetzt, glaube ich, der 10. sein, den ich jetzt gerade aufnehme. Ich habe gerade nochmal einen Cut gemacht. Ich bin am Rendern nebenbei, wie so ein Besenkter. Ich bin eingepennt abends um 3. Wollte das alles fertig machen, sodass ich Render über Nacht und morgen eingeschlafen, ne? Arschkarte. Düm. So, dich mitnehmen. Jetzt habe ich halt, und dann wollte ich das halt gestern alle, also heute ein Part hochladen und über Nacht die restlichen hochladen und dann halt auf nicht gelistet. Ja, heute halt schon so machen, dass er fertig ist, ne? Weil sonst hängst du ja, denke ich, mal ein Part hinterher. Bei mir wird nämlich heute schon einer rauskommen. Ja, kommt bei mir auch noch. Da ist der erste ist ja schon fertig gerendert. Ich muss ihn hoch. Oh, dieses Viech, ey. Ich baue mir gleich einen Bogen und hol dich vom Himmel, Mann. Was bringen einen eigentlich die Wolken? Welche Wolken? Du guck mal hoch, da sind Wolken, die du abbauen kannst. Am Himmel. Ja? Die fliegen da nur. Nein. Stell mal Wolken bei dir aus und dann. Wisp. Und dann guck einfach mal hoch bei dir, da ist immer noch was. Weil ich habe bei mir Wolken ausgestellt, aber da sind halt noch Blöcke in der Luft. Option unter Videosetting, ne? Da muss ich gucken. Optionen, Videosetting, ja klar. Bei mir sind keine Blöcke in der Luft. Wie weit ist deine Renderdistanz? Auf normal. Bei mir auf Far. Stell mal höher und. Also wie gesagt, bei mir sind Das da oben. schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Dank Deerwolf kann ich nur auf normal aufnehmen, damit ich 30 FPS habe. Und ich werde das jetzt nicht umstellen können. Dann baue dich einfach mal 50 Blöcke hoch. Also bei mir sind da oben Wolken in der Luft, die man abbauen könnte, rein theoretisch. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen. Vielleicht ist es der Ether. Genau. Ja, der Esser. Wir haben die Ethermod hier mit reingepackt. Dafür brauchst du jetzt kein Portal mehr, du kannst dich einfach hochbauen. Ja. So, den da rein, die da rein. Ich glaube, Cobblestone hier oben. Und Flint brauche ich So, jetzt noch. Leute, ich jetzt mal hier den ganzen Dirt abbauen. Kann man aus Dirt irgendwas machen mit dem Minimumstein? Ey, jetzt habe ich keinen Flint oder was geht hier ab? Du hast nicht zufällig Flint übrig, oder? Also ich kann was machen, muss auch zu mir kommen. Oder du gehst einfach in die Kiste bei mir. Also einen habe ich, warte mal kurz. Ich guck nur mal kurz, wie viel ich brauche. Ich meine, ich hätte schon mehr gesammelt. Wie viel brauche ich? Ja, zwei, einen bräuchte ich. Einfach geh einfach mal in die Kiste und dann musst du schauen, ob da einer drin ist. Sonst musst du das mit dem Minimumstein schnell machen. Wird aber auch angezeigt, ich glaube, das war. Nein. Wo genau ist dein Grundstück? Einfach dem vom Spawn aus, also von deinem Grundstück aus, wenn du zum Brunnen rennst, den Berg hoch, den Weg hoch, also. Also links. Ach ja. Ich glaube, ich war heute da, wo die kaputte Treppe ist. Ja, genau. Und dann musst du dir einfach vier Cobblestone, den Minionstein oben links in die Ecke. Ragnos, das ist der falsche. Ich glaube, ein Grundstück weiter warst du. Genau, Kumo. War ich nämlich heute auch schon mal drauf und habe mich mal so umgeguckt, wie weit ihr so alle seid. So. Wo ist denn deine Kiste? Oben, unten? Ich kletter jetzt einfach Die, mal hoch. nein, nein, die sind unten, unter dem Berg. Okay, wieder runter. Ui. Was wollte ich sagen? Und hast du auch, mit was nimmst du eigentlich auf? Momentan mit Open Broadcaster, also Minecraft fast immer mit Open Broadcaster. Ah, du hast noch einen Flint, das nehme ich mir dann, ne? Okay. Ich steck da einfach mal ein paar Süßigkeiten dafür da rein, 30 Stück. Okay. Ich hab davon Überschuss. Also die hätte ich gestern auch schon einmal getötet, was? Also Wer? meine Nachbarn. Die hättest du fast schon einmal getötet, oder wie? Den einen, ja. War ja auf dein Grundstück oder was? Ohne Ja. Erlaubnis. Ja, ist halt so, ne? Und er hatte schön Eisenrüstung und ich glaube, die haben nicht mal, die hatten so schnell Eisenrüstung. Und dann ist er drauf, ich bin rum und da habe ich ihn immer schön auf Richtung eines Grundstücks geschlagen, dass er nicht abhauen kann, ne?
Aber nicht geklappt. Es entkommt. Ich wäre vorhin auch schon ich wäre gestern in der ersten Folge auch schon mal gestorben. Dabei war ich nicht mal auf dem Grundstück. Ich wurde einfach angegriffen. Dieses Ding verbreitet sich echt, Alter. Dieses grüne Wappelzeug hier. So, da, da. Da. Wieso geht das jetzt nicht? Ich habe irgendwo einen Fehler. Achso. Ach ja, ich brauche jetzt halt noch eine Schaufel machen, gleich eine Dia-Schaufel. Den dahin. So, hab den Pulverweiser. Zack, du hättest ja auch ruhig die Dings-Engine gleich mitnehmen können, ne? Doch, kann ich doch nicht. Also ich machen. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das jetzt nicht so viel. Hier brauchst du auch wieder ein Pisten. Mhm. Pistons habe ich ja zum Glück gespeichert. Kann ich mir gleich direkt herstellen. Nimmt er sich die Sachen aus den Truhen, die in der Hand sind, oder? Nee, das, was du in den reingesteckt hast, der hat ja noch ein eigenes Inventory, darum brauchst du auch eine Kiste für den. Ist die auch so groß wie die Kiste, dann das Inventar, oder was? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mal 2, 18 Slots hat sie nur. So, wo bringt den Pulverweiser denn mal an, weil ich habe eigentlich noch gar kein vernünftiges Zuhause. So. Hast du Kupfer? Nicht mehr viel, glaube ich. Muss mal kurz gucken. Liegt, glaube ich, alles im Tisch drin. 14 Barren noch im Endeffekt. Okay, nee, ich brauche das deswegen, um Bronze zu machen, um eine Ranch zu machen, um meine Sachen da unten abzubauen. Ja, aber selbst damit gibt es ja noch Risiko, dass sie kaputt gehen. Ja, aber ist nicht so hoch, als wenn ich es mit der Spitzhacke abbaue. Dann gibt es ja noch die elektronische und die hat ja zwei Modi. Da ist ja einer dann ohne Risiko und der andere auch mit Risiko. So wie ich das nachgelesen habe. Das alles zu behalten wird schwer, ey. Ja, nach der Zeit kommt das halt, ne? Zack, zack, zack. So. Hier lang. So, dann kann ich. Ja, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Erstmal hier die Steine noch abholen. So ein bisschen aushöhlen, wo ich dann nachher einfach meine Gerätschaften aufbaue, damit sie nicht ganz so offen rumstehen. Ja, das ist fürchterlich. Da musst du mal aufpassen, dass hier kein Creeper um die Ohren fliegt. Genau deshalb würde ich sie hier so ein bisschen unterirdisch bauen, ich sag's mal so. Für dabei ist auch noch ein paar Rohstoffe, das ist sehr gut. So. So, das ist dann mache ich hier nochmal 2, 4, 6. Muss groß und räumig werden hier unten. Und noch mal Eisen in der Wand. Zwei, vier.
So, so langsam dürfte ich auch die genau da drunter stehen. Guck doch gleich mal nach. Ich muss ja dann noch ein Kabel runter verlegen. So, das stimmt auch schon mal. Und hier auch noch. Ich habe natürlich keine Schaufel dabei. So, und es wird schon wieder Nacht. Jo, ich gehe gerade hoch. Dann können wir uns direkt schlafen legen, wenn du magst. Ja, ich will. Ah, shit. So, ich bin schon unterwegs. Kann ich den Eisenofen einfach, den Elektroofen einfach so abbauen oder brauche ich dafür auch schon den Wrench? Das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. So, ich bin jetzt im Bett. Ich auch. Tag, hi, was ist los? Gestern beim Aufnehmen hatte ich. Ah ja, okay. Was? Konfi. Dings hatte wohl ein Fail beim Aufnehmen. Hört man kaum. Ah, wer war's denn jetzt? Howley. Howley? Howley. Achso. Ja. Den hört man kaum? Den hört man wohl in seiner Aufnahme kaum. Und ja, kann man. So. Da wir das Kabel durchführen? Oder ist der richtige Ausgang hier? Es wird dann hier irgendwann auch mal wohnlicher eingerichtet, aber jetzt gerade nicht. Was kann man mit Ember machen, weißt du das? Ember? Was ist Ember? So ein orangener Kristall. Sag mir gerade nichts. Ist auch recht schwer abzubauen, also muss mindestens Eisen sein zum Abbauen von Ember. So. Puh, gute Frage, weiß ich sogar hatte gar nicht. Ich nehme ich auch nicht und davon habe ich halt schon mehr gefunden und dadurch, dass es so schwer abzubauen ist. Verpiss dich, Creeper, Alter. Ich stehe schon wieder hier. Zack. Glas habe ich jetzt natürlich alles im Tisch drin. Hast Marvel gibt's hier auch nicht, ne? Ich habe zumindest noch keines gefunden. Also ich würde es bezweifeln, dass es das gibt hier. So. Zack. Also das hat auf jeden Fall schon Unterschiede von dem Fies der Beast, den ich kenne. Ja, das ist es halt. Zack. So. Jetzt habe ich meinen Timer gerade weggemacht. Da muss ich nochmal kurz draufklicken. Da ist er. Moin, Leute. Ja, wir waren zuletzt stehen geblieben. Wir wollten das Haus zu Ende bauen. Lüge. Was heißt zu Ende bauen? Ja, gut. Wir wollten das Haus bauen. Ich muss mal schauen, wie ich die Wände mache. Da, ob ich da ein passendes Material finde.
Weil das muss ja auch schon zum Holz passen, ne? Wer gerade herausgefunden hat, gibt es kein Marvel. Marvel. Ja, weil das weiße Pech hätte echt gut dazu gepasst. Oder ich nehme was Schwarzes. So einen schwarzen Stein habe ich auch schon in der Höhle gefunden. Kannst auch gut abbauen. So, da ist meine Elektroleitung. Ja. So, hier lang. Was guckst du eigentlich alles für YouTuber? Gar nicht mal so viele oder so. Hauptsächlich in letzter Zeit eigentlich Zombie. Okay. Und Dibitor ist ein bisschen auch noch mit Gumme für das Megaprojekt oder so, weil mich das schon interessiert. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier teilnehme. So. Dann baue ich jetzt erstmal dich hier wieder auf. Ja gut, Zombie da, den habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Ist, keine Ahnung, genauso wie damals habe ich viel Bank geguckt, gucke ich jetzt auch gar nicht mehr. Ja, ich gucke ihn hin und wieder noch so, aber recht selten in letzter Zeit eigentlich eher. So, Kabelkanal. Und wenn ich Zombie gucke, ich gucke zwischendurch, was er für Projekte hat, wenn mir da irgendwas gut gefällt, und schaue mir schon an. Aber wie zum Beispiel Binding of Isaac, das habe ich gerne geschaut bei ihm. Ja, ich gucke jetzt so fast alle Minecraft-Projekte recht gern von ihnen. So, zum Beispiel Hardcore finde ich auch interessant von ihm. Ja. Okay, Adventure oder so verliert so langsam den Charme, muss ich zugeben, weil es halt fast immer die gleichen Maps sind vom Grundaufbau her. Aber halt auch Aether, so die ersten paar Folgen zumindest, danach Aether, naja, wiederholt sich halt auch. Ist halt auch immer das Gleiche. So. Dann wird der Strom verlegt. Asphaltieren wir es hier noch so ein bisschen. Ja, das ist echt bald so. Da fällt irgendwann ist das langweilig, der Esser. Ja, momentan ist er auch nur noch in der Alpha. Es gibt ja nur die Bronze Dungeon und alles. Ich habe ihn ja selbst gespielt und auch kurz Let's Played. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ach ne, Redstone Engine, stimmt ja. Weil später kannst du ja auch nur noch bauen. Hm? Im Später kannst du. Ja, stimmt. Da ist es. Glas, Woodgear und Holz. Zack. So, das Holz reicht wohl nicht. Da ein hin. Das reicht nicht, das ist nicht schön. Auch zweimal Woodgear. Woodgear speichere ich mir auch mal. Pulverweicher brauche ich nicht speichern, den auch nicht. Was ist Glas? Woodgear. So, habe ich hier doch irgendwie was. Yeah. Normale Holzblöcke. Gut, dann denke ich mal, werde ich mir gleich mal. Ich mir das Rezept nicht merken kann, ich bin echt. So. Ich bin ein echter D-Mark, ich. Redstone Engine. Ja, stimmt, ich kann mir momentan nur eine machen. Ja. Ich bräuchte mehr Wood Gears, dafür habe ich zu wenig Sticks. Habe ich noch großartig Holz. Ja. Das könnte ich auch noch mal einschmelzen. Ich habe jetzt den Ofen da unten. Aber das Geile ist bei den Dingern, wenn du da, weil ich dir jetzt angesetzt pflanzt hast, wenn du da, egal wie weit du weg bist, solange du das Ding berührst, desto länger, dann sammelt sich trotzdem in deinem Inventar. Also es springt nicht weg. Du kannst ruhig ein bisschen weiter von den Dingern weg sein. Das ist gar nicht mal so schlimm. Ach, du meinst jetzt wieder diese einen Pflanzen da? Ja, diese Baby-Büsche da. Ich habe die bis jetzt noch nicht einmal gepflanzt, um ehrlich zu sein. Ich muss mal gucken, wie sie überhaupt aussehen. Wir haben dann so eine ganz komische Position gepflanzt. Irgendwo hier am Kopfende. Naja, sie sind noch nicht großartig gewachsen. So, Erde habe ich jetzt. Ach, was will ich eigentlich? Ach, stimmt. Sticks wollte ich. Erde. Wie viel Redstone Engine kann ich anschließen an dem Teil? Ja, 3. 3, okay.
Dann werde ich das nämlich auch, denke ich mal, machen. So, ein paar mehr davon. Okay, kann ich da was machen? So, drei sagt der gute Mann. Eins habe ich schon, das heißt 1, 2, 3, 4. So. Pisten bräuchte ich noch. Gut, dann mach ich das. Ich kann mir keine Pistons machen, was fehlt mir denn? Da fehlt mir der Kabel, da hast du den Kabel. Zweimal Kabel. Wo ist jetzt der Minimumstein? So. Da. Drei Redstones. Engines. Stickies. I just need your help. Zack. Und hier noch. Also wenn du Dirt loswerden willst, das nehme ich gerne. Ich glaube, ich habe nur einen 64er Stick gerade. Also wenn du den unbedingt haben willst, kannst du ihn dir abholen. Nee, nee, ich glaube, es dauert sich ja nichts reinzulaufen. Ja, daher ist halt nicht viel. So, 1, 2, 3, 4. Gib mir mal. Na. Noch mit Kabel. Drei Stück, eins. Ja, drei Stück brauche ich. Ich mache mir 10. Für schlechtere Zeiten halt. So, dann kann ich jetzt auch den Pulverweiser fertig machen. Wo müssen die angeschossen werden? Das ist eigentlich so egal. Was heißt so egal? Das ist nicht so egal. Wenn du vor dem stehst, kannst du rechts ein, oben ein und hinten ein und dann links eine Truhe und dann musst du halt das so einstellen. Warte, ich kann ja kommen und dann kann ich dir das ja kurz zurechtsetzen, dann kannst du, das weißt du, siehst du, wie das gebaut werden soll. Aber lass uns vorher nochmal schlafen gehen. Jo, ich geh nochmal kurz hoch. So. Hopp, hopp, hopp. Bettchen. Ich glaube, das Bettchen stelle ich mir auch unten hin, genau wie die Table später, aber ich weiß nicht, ob die Rezepte gespeichert werden. Wenn ich ihn abbaue, also ich liege. Okay, gut, ich auch. So. Dann komme ich ja jetzt mal schnell hin ran. Mal kurz die Beeren wieder pflücken hier. Ja gut, aber das ist nicht schlecht, nein, dass die so schnell brauchen. Du verhungerst halt nicht so, ne? Puh, zumindest nicht, solange ich in meiner Base bin. Also sie heilen natürlich auch immer nur ein halbes oder so. Das heißt, sie gehen, wenn man irgendwo auf großer Abenteuertour ist, auch schnell aus. Dum-dum-dum-dum. Hast du den Baum vor deinem Haus gesetzt? Nein. Das ist nämlich dieses Ding, falls ich es brauche. Der war da vorher schon. Ich habe so an meinem Grundstück an sich nichts geändert. Autsch. Das war ein Ei oder was? Ja. Ab in den Keller müssen wir. Also so ist das auch sehr uneffektiv, ne? Ja, sag dich doch. Das ist nicht effektiv, meine ich, mit dem Wasserdings. Ja, sag dich doch. Und von ihm... Ja gut, es produziert. Ja, produzieren tut's. Naja, okay. Scheiße! Ich fall einfach mal in mein Wasserkraftwerk rein. Ist auch nicht so schön, ne? Aber ihr habt echt Glück, ne? Okay, ihr habt Glück, dass ihr im Wasser seid. Warum? Und ich, hä? Warte, ihr könnt hier jetzt einfach abhauen. Okay, wo geht's denn jetzt runter? Hier, wo ich bin. Muss noch alles besser ausgeschmückt werden, darum geht's jetzt aber noch gar nicht.
Das ist so. Der Elektro. Hier wollte ich den hinbauen. Okay, dann. Hol ich mal kurz weg. Jo, wollte ich gerade auch noch machen. Ach, du brauchst noch einen Hebel, ne? Ja, ja, habe ich alles im Inventory. Soll ich es hier einfach mal droppen? Ja, wir machen. Das sind jetzt 10 Hebel. So, dann kannst du dort noch einen ransetzen. Und dort. Ja gut, ich glaube, du könntest sogar einen vierten bauen. Hast du eine Kiste bei dir? Ich habe jetzt gerade keine dabei, nein. Aber dann kommt hier links die Kiste dran, oder wie? Das kann ich mir ja dann merken, dann mache ich das später. Ja, dann stelle ich das mal kurz so ein. Könntest du mir sagen, was und wo du machst, damit ich das verstehe? Ah, da bei Configuration, ich sehe es gerade. Ja, bei Configuration, das jetzt hinten kann auch noch raus. Wenn du das hier oben hast, den obersten blau hast und dann da oben eine Kiste hast, dann holt er sich die Sachen automatisch aus der Kiste, wenn du das oben hast. Also wenn da was blau ist, ist okay. Aber jetzt ist blau doch an sich falsch, oder nicht? Weil da oben ist doch eine Redstone Engine. Das ist ja egal. Ja, das stimmt, dann kannst du auch wegmachen. Und jetzt nimmt er, wenn du dann hier die Kiste hinstellst... Dann pumpt also, er das da rein, genau, okay. Dann pumpt er das da eigentlich rein. Wie sollte das Ding jetzt... Die Engine jetzt... Und was ist gelb? Gelb jetzt, gute Frage, so käme ich damit mit diesem Ding auch noch nicht, auch mit der Gerät. Wieso funktioniert das Ding jetzt nicht? Schalter sind doch alle umgelegt. Muss das Ding selbst vielleicht noch einen Schalter haben? Nee, normalerweise nicht. Ich guck mal kurz beim Schusen, ne? Ja, der hat aber auch so ein Kohle Teil. Der hat Kohle dran, aber an sich müssten sie ja gleich aufgebaut sein. Aber nur mal gucken, wie er es hier stehen hat. So, wo ist dein Pulverweiser? Hier. Er hat es mit einem Rohr verbunden gehabt und dann Schalter dran. Ja, wie meinst du das? Mal kurz schauen. So, oder braucht das Ding doch schon? Nee, Strom braucht es nicht. Ist aus einem anderen Dings. Ja, er kriegt da, er wird es, ja. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Bei mir funktioniert es, so wie ich das so habe, bloß mit den Kohle-Engines. Aber warum das hier nicht funktioniert? Ist fragwürdig. Sonst bringe ich dir gleich einfach mal so ein Kohle-Ding vorbei. Das ist ja nicht das Problem, davon habe ich ja was. Ja, es muss ja auch so laufen an sich. Ja, normalerweise schon, weil ich habe es genauso gemacht, wie ich das davor gemacht habe. Wie sie hier alle schon so...